Wunderbar, ja, schön hier zu sein, auch zum wiederholten Male. Vielen Dank. Und Sie sagten es schon, seit 25 Jahren bei der Deutschen Telekom, bin im Compliance-Bereich, aber kein Jurist, ich bin Ingenieur. Was gibt es noch zu sagen? Ich bin verheiratet, habe 3 Kinder, 2 Hunde, eine Katze, ein Motorrad und ab und zu mal ein bisschen Sport. Von daher haben Sie jetzt auch ungefähr eine Ahnung, was ich bei so einem schönen Wetter ansonsten tun würde, wenn ich nicht hier wäre. Warum sprechen wir über so ein Thema, digitale Ethik, KI? Also zuallererst natürlich, weil man dann zu so ganz hervorragenden Veranstaltungen eingeladen wird wie heute. Aber um ernst zu sein, ich glaube, KI ist das technische Thema, was aktuell mit am meisten diskutiert wird. Und zwar breit diskutiert wird. Ja, es liegt quasi schon bei Aldi auf dem Grabbeltisch. Es ist quasi in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Und Ethik, ne, im Prinzip die Vermischung oder das Add-on dazu, ist eine Sache, über die wir ja eigentlich immer reden sollten, gerade als Compliance. Und ich glaube, davon sind ja heute ganz viele hier. Vielleicht nicht nur, aber ganz viele. Und die Kombination ist eben digitale Ethik. Und die möchte ich Ihnen nach einem kurzen Ausflug zur Telekom gerne näher bringen. Ich verspreche Ihnen, es ist nur eine Folie und letztendlich soll die auch nur zeigen, dass wir etwas mehr sind als nur der, ich sag mal, 29,95 Euro Flatrate-Anbieter. Natürlich haben wir ganz viele Anschlüsse, über 20 Millionen. Wir haben über 240 Millionen Mobilfunkkunden, davon inzwischen ganz, ganz viele in den USA. Wir machen rund 100 Milliarden Euro Umsatz im Jahr und das mit 225.000 Mitarbeitern. Und eben aber nicht nur im Privatkundenbereich, so wie wir es nennen, sondern auch bei Geschäftskunden natürlich, mit Internet of Things, mit Cloud und Infrastruktur. Einen Kunden haben wir hier sitzen. Und mit 5G für Privatkunden, aber auch für Campusnetze, bei Geschäftskunden etc. etc. Und ich glaube, ansonsten brauche ich Ihnen vielleicht gar nicht so viel zur Deutschen Telekom zu sagen und Sie erst recht nicht damit langweilen. Wenn Sie jetzt Fragen haben zu Ihrem neuen Handy, zu Ihrem Tarif, gerne nachher beim Kaffee. So, kommen wir zum Thema. Digitale Ethik, ist das Kunst oder kann das weg? Ich näher mich dem Ganzen, indem ich ein bisschen was zu KI erzähle, also künstlicher Intelligenz, etwas zur Ethik, zur Kombination und natürlich, wie wir als Deutsche Telekom damit umgehen. Das ist so das, was Sie jetzt in den nächsten, ich sage jetzt mal 30 Minuten, ungefähr erwartet. KI ist, naja, ich sag mal, in aller Munde, ist vielleicht ein bisschen zu voll genommen, aber in vielen Mündern sozusagen. Und KI ist schwierig, ja, weil KI ist unbekannt, wegen der Fähigkeiten, die in ihr schlummern und fast noch mehr wegen der Fähigkeiten, die in ihr vermutet werden. Und sag mal, trotzdem, wenn KI irgendwann mal selbst denkt, wenn KI Entscheidungen für mich trifft, dann müssen wir, da muss ich sicher sein, dass KI, ich sage es mal in meinen Worten, ehrlich ist, integer, die richtigen Werte verkörpert. Jetzt wird KI aber immer noch vom Menschen programmiert, vom Menschen gefüttert. Ja, schwieriges Thema. Oder mit anderen Worten, wenn KI Mist baut, wenn KI diskriminiert, ausgrenzt, dann fällt das auf den Besitzer, auf den Betreiber zurück. Und sag mal, als Konzern Deutsche Telekom wollen und können wir uns das nicht leisten? Ich glaube, wir stehen immer schneller in der Zeitung auch als andere. Darüber hinaus wollen wir es einfach nicht. Und wir sind auf das Vertrauen unserer Kunden angewiesen. Das war ja vorhin auch am Anfang ein ganz großes Wort, Vertrauen. Und auch das ist für uns ein ganz großes Wort. Wir sind als sozusagen, oder wir positionieren uns als Trusted Partner. Und ein Skandal wollen wir nicht. Und ich sag mal, was wir alle wissen über Reputation. Eine gute Reputation aufzubauen, das kann schon mal lange dauern. Ja, eine gute Reputation in den Augen ihrer Schwiegermutter zu erlangen, das kann schon mal anstrengend sein. Die zu verlieren, mit einem Fingerschnipp, weg ist es. Alles, was man über Jahre aufgebaut hat. Also gut, sich drum zu kümmern. Das hat glücklicherweise unser Top-Management auch erkannt. Ja, ganz wichtig, hatten wir, glaube ich, heute auch schon mal irgendwo. Ne? Das Commitment muss von ganz oben kommen. Das ist unser CEO, Tim Höttges. Ist schon ein bisschen her, Anfang 2020 stand er vor den 1000 Top-Managern der Deutschen Telekom, ja, in so einem Raum, ja, verrückt, und hat gesagt, digitale Ethik brauchen wir in unserer KI. So, wir haben also dieses Commitment und auch er hat natürlich damit gesagt, wenn wir digitalisieren, um es mal ein bisschen zu abstrahieren als Deutsche Telekom, dann machen wir das verantwortungsvoll und wir gehen eben auch verantwortungsvoll mit künstlicher Intelligenz um. Warum kümmern wir uns noch darum? Weil das Ganze ist keine Utopie. Jetzt ist die Deutsche Telekom sicherlich
auf keinen Fall das durch KIisierteste Unternehmen in Deutschland, in Europa, in der Welt, wo auch immer. Aber wir setzen KI ein. Das heißt, das Ganze ist nicht irgendwann, sondern wie es eine Textzeile von einem ganz bekannten Lied sagt, irgendwann ist jetzt. So, wo setzen wir das ein? Zum Beispiel in der Netzwerkplanung. Ja, bin ganz begeistert als Ingenieur von dieser Lösung. Das ist ein Auto vollgestopft mit Technik, fährt durch die Straßen, tastet den Untergrund mit 1 Million Laserpunkte ab und weiß dann, was da ist. Also Asphalt, dicke Bürgersteigplatten, Acker, was auch immer. Und Sie können sich vorstellen, dass das extrem gute Daten dafür sind, um dann das Glasfasernetz optimal zu verlegen. Ne, also wo geht es am schnellsten, wo geht es am effizientesten etc. pp. Wir setzen KI aber auch direkt vor Kunde ein. In einem Chatbot. Ein Beispiel, es gibt mehrere. Ein Beispiel haben Sie hier, Tinker von der Magenta Telekom, also die österreichische Tochter. Und da können Sie hingehen und einfach per Tastatur fragen, was gibt es für neue Handys, was ist mit den Tarifen und so weiter und so weiter. Und somit setzen wir das also direkt auch im Kundenkontakt schon ein. Wir setzen es auch da ein, wo man es vielleicht vermuten würde. Da, wo ganz viel, ich sag mal, repetitive Arbeit, händische Arbeit, Papierarbeit vielleicht noch anfällt und sei es nur in PDF-Form sozusagen, nämlich da, wo Rechnungen reinkommen als Beispiel. Auf jeder Rechnung muss eine Rechnungsnummer drauf sein, ja, also ein Bestellbeleg, um es anders auszudrücken, eine Bestellnummer so. Wenn es das nicht ist, dann mag es Ausnahmen geben, die gibt es, die KI guckt sich das an und sagt, kenne ich, oh, kann ich nicht mit anfangen, ab zum menschlichen Bearbeiter. Ne, hilft also sehr, sehr stark. Und auch bei Cybercrime, ne, das Erkennen von, ich sag mal, Mustern von Angriffen etc. pp. Hilft, mögliche zukünftige Angriffe dann eben zu vermeiden. So, jetzt haben wir das Wort Künstliche Intelligenz schon oft in den Mund genommen. Ne? KI. Frage, was ist das eigentlich? Und es gibt eine ganze Menge von Definitionen zu KI. Heißt anders ausgedrückt, es gibt nicht die eine. Wir nutzen ganz oft die hier, ich lese sie mal vor, Künstliche Intelligenz ist die Eigenschaft eines IT-Systems, menschenähnliche und intelligente Verhaltensweisen zu zeigen. Interessant, dass menschenähnlich und intelligent anscheinend zwei Paar Schuhe sind. Und ergänzen kann man diese Definition damit. Es hat auch immer was mit Wahrnehmen, Lernen, Schlussfolgern, Selbstkorrektur, einschließlich Text, Bild und Spracherkennung zu tun. So, also ganz scharf ist die Abgrenzung nicht. Für uns reicht es für den Anwendungszweck, den wir haben. Trotzdem noch ein paar Worte vielleicht zu KI. Wo kommt das her? Ist schon ganz, ganz alt. 1956 haben zwei Wissenschaftler, John McCarthy und Marvin Minsky, den Begriff erfunden. Und die beiden Wissenschaftler wollten Geld für ein Forschungsprojekt und haben einen Antrag bei der Rockefeller Foundation gestellt. Und da lese ich jetzt mal ein paar Zeilen, also ist nicht das ganze Papier, ist wirklich nur so viel, kurz mal vor. Dann weiß man, was die beiden meinten. Also sie schreiben, wir schlagen vor, im Laufe des Sommers 1956 über zwei Monate, ein Seminar zur künstlichen Intelligenz mit 10 Teilnehmern am Dartmouth College durchzuführen. Die Studie soll von der Annahme ausgehen, dass grundsätzlich alle Aspekte des Lernens und anderer Merkmale der Intelligenz so genau beschrieben werden können, dass eine Maschine zur Simulation dieser Vorgänge gebaut werden kann. Es soll versucht werden herauszufinden, wie Maschinen dazu gebracht werden können, Sprache zu benutzen, Abstraktionen vorzunehmen und Konzepte zu entwickeln, Probleme von der Art, die zurzeit dem Menschen vorbehalten sind, zu lösen und sich selbst weiter zu verbessern. Wir glauben, dass in dem einen oder anderen dieser Problemfelder bedeutsame Fortschritte erzielt werden können, wenn eine sorgfältig zusammengestellte Gruppe von Wissenschaftlern einen Sommer lang gemeinsam daran arbeitet. 1956, großartige Leistung. Die Definition stimmt heute noch, ja, more or less. Und man kann jetzt sagen, okay, 13.000 US-Dollar, das wollten sie nämlich haben. Ja, 2 Monate, 10 Leute, naja, ist ein Anfang. Bleibt die Frage, wenn das schon so alt ist, warum wird das jetzt hip? Ja, warum kommt das so hoch? Und da gibt es, sagen wir mal, auf abstrakter Ebene, ein Techniker könnte das viel besser erklären, jedenfalls ein Techniker, der tief drin ist, gibt es die Antwort, dass man für KI im Prinzip 3 Zutaten braucht. Man braucht Algorithmen. Gibt es schon länger, verbessern sich ständig und so weiter. Man braucht eine ganze Menge Daten, digitalisierter Daten. Und man braucht Rechenpower. Und gerade die letzten beiden, das ist das, was jetzt durch Big Data, durch Rechenzentren etc. billiger wird, verfügbarer wird etc. pp. Und damit kommt KI sozusagen in diesen Stand, wie wir ihn jetzt kennen oder erleben. So, das soll genug sein für die künstliche Intelligenz. Kommen wir zur Ethik. Auch da gibt es einige Definitionen. Eine, die ich ganz gut fände, ist, Ethik ist die Lehre vom Handeln gemäß der Unterscheidung von Gut und Böse. Das ist ja einfach. Ja, klappt in jedem Hollywood-Film.
Gut, wenn man mal kurz drüber nachdenkt und aus Lebenserfahrung, oft ist es dann doch nicht so einfach. Und um das zu verdeutlichen, habe ich Ihnen ein Gedankenmodell mitgebracht. Der ein oder andere mag es vielleicht kennen, das sogenannte Trolley-Problem. Und auch das ist schon uralt, von 1930, wird nichtsdestotrotz auch heute noch benutzt, wenn man zum Beispiel über das autonome Fahren nachdenkt. Sie werden gleich erkennen, warum. So, das Ganze geht so. Gedankenmodell, stellen Sie sich vor. Wir haben eine Eisenbahnschiene und dort fährt ein Waggon, großer, schwerer Waggon, der rollt. Sie kriegen den nicht aufgehalten. Irgendwo da hinten liegen 5 Menschen auf dieser Eisenbahnschiene. Die kommen da nicht weg. Das heißt, wenn der Waggon die erreicht, ist doof. Jetzt haben Sie einzeln, die Möglichkeit, etwas zu verändern. Sie stehen an einer Weiche, die können Sie umlegen. Wenn Sie das tun, fährt der Waggon auf ein anderes Gleis. Da liegt ein Mensch, der kommt da auch nicht weg. Sie haben also 2 Möglichkeiten, Sie tun nichts. 5 Menschen sterben, Sie greifen aktiv ein, ein Mensch stirbt. Was tun Sie? Weglaufen? Nein. Jetzt verschärfe ich das Ganze. Dieser eine Mensch ist nicht irgendein Mensch. Es ist Ihre Frau, Ihr Mann, Ihr Sohn, Ihr bester Freund, Ihre beste Freundin. So, und jetzt? Ich höre gerade schon Lösungsmöglichkeiten, aber gut, das Ganze ist eine Dilemmasituation. Es gibt keine wirklich gute Lösung, ne? Aber es verdeutlicht, dass es nicht so einfach ist, zu unterscheiden zwischen Gut und Böse. Und es verdeutlicht, glaube ich, auch, wie viele Einflüsse einen selber treffen oder betreffen in so einer Situation. Involvement, Erfahrung, Erziehung, die Gesellschaft an sich und, und. Und deswegen sind wir der Überzeugung, dass diese, und man merkt es ja an allen Ecken und Enden, beim Impfen, beim autonomen Fahren, dass eben diese Fragen in einem breiten gesellschaftlichen Diskurs letztendlich gelöst werden müssen. So, kommen wir zur Verknüpfung. Ja, künstliche Intelligenz, Ethik, wupp, wir verknüpfen. Ich wiederhole mich, auch das ist uralt, das, was Sie hier sehen, nämlich von 1942 oder in den 50er Jahren im letzten Jahrhundert und stammt von Isaac Asimov, die wahrscheinlich bekanntesten Regeln für intelligente Maschinen. Er sprach damals von Robotern, aber das kann man ja sozusagen abstrahieren. 3 Stück. Erstens, ein Roboter darf einen Menschen nicht verletzen oder durch Untätigkeit zu Schaden kommen lassen. Zweitens, ein Roboter muss Befehle befolgen, die ihm von Menschen gegeben werden, es sei denn, diese widersprechen dem ersten Gesetz. Drittens, ein Roboter muss seine Existenz schützen. Sie werden es ahnen, es sei denn, es widerspricht Gesetz 1 und 2. So, also wenn man darüber nachdenkt, eigentlich nicht schlecht. Kann man damit das Trolley-Problem lösen? Nee, kann man nicht. Aber es gibt trotzdem eine Menge Raum für, ich sag mal, Regeln, die helfen, einen wertebasierten, einen ethischen Rahmen für KI zu schaffen, zu definieren. Bleibt vielleicht noch die Frage, müssen wir das überhaupt? Und da erzähle ich Ihnen eine kleine Anekdote. Ich könnte jetzt so tun, als wäre die gestern Abend passiert, ist sie nicht, aber sie ist passiert. Und ich erzähle sie jetzt mal aus der Sicht des gestrigen Abends. Also meine Frau und ich, wir gingen ins Bett und haben uns noch unterhalten über den nächsten Tag. Und sie fragt, Mensch, liegt was Besonderes an? Und ich sage, ja, ich fliege doch nach Berlin und darf den Vortrag halten über KI und digitale Ethik und ein toller Zuschauerraum und so. Und ich bin ein Mann und habe wahrscheinlich erwartet, dass sie sowas sagt wie, Mensch, tolles Thema und einen Vortrag halt, ich bin stolz auf dich. Was sie gesagt hat, war KI, digitale Ethik, braucht kein Mensch. Ich sage, Schatz, weißt du, was ich gerade gehört habe? Ja, ich weiß, was ich gesagt habe, ich erkläre es dir. Es ist keine gute, sagt sie, es ist keine besonders gute Idee, Maschinen, IT-Systeme, whatsoever, so intelligent zu machen, dass wir ihnen eine Ethik geben müssen. Das geht nicht gut aus für die Menschheit. Ich gebe zu, ich konnte Ihre Argumentation so ein bisschen nachvollziehen, bin leicht anderer Meinung. Unvorsichtigerweise habe ich die gestern Abend geäußert, was dann den Prozess des Einschlafens etwas verlängert hat. Wir glauben, oder ich glaube, oder auch als DT, künstliche Intelligenz kann ein Geschenk sein. Wir müssen sie richtig einsetzen. Und ich sage mal so, es geht auch nicht immer um Leben und Tod. Jetzt gibt es wirklich schlechte Beispiele, auch im Kleinen. Oder Beispiele, aus denen man lernen kann. Vielleicht kennen Sie es, Microsoft Tai, ein Chatbot, geboren, um zu kommunizieren, jungfräulich. Microsoft hat gesagt, lerne zu kommunizieren, hat ihn ins Netz gesetzt und er hat gelernt.
Als er sich dann zum rassistischen Sexisten entwickelt hat, hat Microsoft ihn wieder abgestellt, 16 Stunden nachdem sie ihn angestellt haben. Das ist fast noch witzig. Es gibt weniger schöne Beispiele, wie wenn eine Gesichtserkennung dunkelhäutige Menschen als Affen klassifiziert. Ja, da sind alle Regeln komplett, alle roten Linien überschritten und so. Es gibt aber auch echt gute Beispiele, auch im Kleinen. Sie kennen vielleicht DeepL. Ja, Übersetzungsmaschine, ich sehe schon ein paar Nicken, genau. Übersetzungsmaschine im Internet, viel, viel besser als Google Translator, finde ich jedenfalls. Und das war jetzt noch nicht mal unbezahlte Werbung. Und die nutzen Lingui, einen Webcrawler, für gute Übersetzungen. Ja, man merkt schon, es kommt auf die Daten an. Oder auch Blue Dot, eine künstliche Intelligenz, die 9 Tage vor der Weltgesundheitsorganisation gesagt hat, dieses Covid-Ding da, sollten wir vielleicht mal drauf gucken. Also Mustererkennung etc. pp. Wirklich gute Beispiele. Und sagen wir, um es auf den Punkt zu bringen, KIs, weder gut noch böse. Ne? KI ist erstmal eine Technologie und letztendlich liegt es an uns. Wir müssen uns kümmern. Ja, das Zitat, glaube ich, bringt es ein bisschen auf den Punkt. Es ist zwar einfach, sich hinter Ahnungslosigkeit zu verstecken. Naja, was da die KI macht, was weiß denn ich. Nur Ahnungslosigkeit, wenn die Kacke am Dampfen ist, keine gute Ausrede. Das gilt natürlich auch wieder für mehrere, Lebensbereiche, aber auch hier. Und ob wir das hier im Raum wollen oder nicht, KI wird sich weiterentwickeln. Und was wir tun können und müssen aus meiner Sicht, ist die Entwicklung von Kriterien voranzubringen, die es ermöglicht, dass sich KI zum Nutzen des Menschen entwickelt. Oder ich sage es auch anders, wer, wenn nicht wir, entscheidet, welche Werte eine KI inhärent hat sozusagen und verkörpert und zur Entscheidung gebraucht. Da gibt es auch wieder ein schönes Beispiel von einer Firma, wo man es vielleicht gar nicht so sehr vermutet, von Google. Google war in einem Projekt dabei, was zum Ziel hatte, eine Kampfdrohne zu entwickeln. Und ich glaube, die sollten eine Gesichtserkennung oder Ähnliches beisteuern, wie auch immer. Und 4.600 Mitarbeiter von Google haben gesagt, nee, das wollen wir nicht. Und Google hat sich tatsächlich aus dem Projekt verabschiedet, hat selber Leitlinien aufgestellt zum verantwortungsvollen Umgang mit KI, eben auch mit Gesichtserkennung. So, und bevor wir jetzt weitermachen, genau, ich gucke mal rüber in die Technik. Ich habe Ihnen einen kleinen Film mitgebracht, 2 Minuten. Der fasst das Ganze, glaube ich, noch so ein bisschen zusammen. Artificial Intelligence, or AI for short, is the technology of the future. Therefore, we already have to establish reliable rules for its use in tomorrow's world, today. Because AI is already accompanying us in our everyday lives and is taking over a growing number of our tasks. Many experts see it still at the beginning of its development. AI has to learn how it can solve problems and correct errors. Maybe it won't always get things right, but it will continue to evolve. Artificial intelligence has many advantages. Autonomous cars bring us through traffic safely and with foresight. Virtual assistants often simplify our everyday lives. Intelligent systems tell us which routes are most suitable for fiber network expansion. And in future, AI will help us diagnose and cure diseases. Nevertheless, we must be aware that this technology can bring disadvantages. It relieves us of many decisions. But which criteria are its decisions based upon? Artificial intelligence is particularly good at recognizing and interpreting pictures. But is it familiar with the whole range so that nobody is unintentionally excluded? It also helps when recruiting new staff. But what if it analyzes data in a biased manner and only selects certain characteristics? And how sensible is it to have our loved ones supervised by AI, even though this may endanger their privacy? In extreme cases, it could influence our perception and present us with false information as truth. The examples clearly show that digital ethics concerns us all. That's why it's important for us to promote a responsible approach to artificial intelligence. Genau, und so diese Herausforderung, die quasi am Schluss in dem Film vorkommt, der haben wir uns ja angenommen, gewidmet, wie auch immer, und haben gesagt, wir brauchen Leitlinien. Ja, als Deutsche Telekom, wir wollen Leitlinien haben, und die sind dann entstanden in einer
in einem übergreifenden Projekt, in einer übergreifenden Initiative mit Vertrieb, mit Marketing, mit IT, Technik, Kommunikation, den T-Labs, also Innovationsleuten etc. pp. Und Compliance. Wir haben das ein bisschen getrieben und letztendlich definieren diese Leitlinien, wie wir als Konzern mit KI umgehen wollen und wie wir darauf basierende Produkte künftig entwickeln wollen und was, sagen wir mal, Verantwortung im weitesten Sinne für uns heißt. Und das sind diese 9 Stück, die Sie hier sehen. Jetzt mag man auf den ersten Blick denken, oh ja, okay, das sind aber schlichte Dinger. Sind es, sind auch nur 9 Stück, geht gar nicht anders, aber jede dieser Leitlinien enthält mindestens ein Versprechen, oft mehr, an unsere Kunden, an unsere Shareholder, Stakeholder und natürlich auch an unsere Mitarbeiter. Nummer 1 ist, wir übernehmen Verantwortung. Das heißt, der Mensch steht immer an der ersten Stelle und wir wissen genau, welcher Mensch für welches Stück KI in unseren Produkten verantwortlich ist. Der eine ist es oder die eine ist es, der eine Mensch. Und wir wollen, wie soll ich sagen, ich weiß, hier sind 1 oder 2 Kolleginnen oder Kollegen von der Lufthansa dabei, aber ich bringe die Anekdote trotzdem. Es ist kein Fingerpointing, ich entschuldige mich im Vorhinein. Sie erinnern sich vielleicht, damals Air Berlin gab es mal, ist pleite gegangen. In dem Moment gingen die Preise für Inlandsflüge der Lufthansa hoch. Ist nicht unnormal, ne? Ist irgendwie erwartbar. Aber anscheinend so schnell, ich habe es selber nicht verfolgt, dass die dafür zuständige Regulierungsbehörde mal nachgefragt hat, was macht ihr denn mit den Preisen? Und so wie es die Anekdote jedenfalls erzählt, war die erste Antwort von der Lufthansa, unsere Preise werden von Algorithmen gemacht. Ich dachte, okay, sind die euch zugelaufen? So. Aber natürlich hat Lufthansa nachher auch anders geantwortet. Also ne, bitte nicht böse sein, es lässt sich nur so schön erzählen. Und daraus haben wir gelernt. Ne, also so eine Antwort wollen wir auch im ersten Moment nicht geben. Von daher ist ja auch mal ganz gut, wenn man guckt, was andere machen und wie man es vielleicht anders machen möchte. Nummer 2, wir gehen sorgsam mit KI um. Das heißt, ist im Prinzip No-Brainer, ja, unsere KI hält sich an die Regeln und Gesetze, an die auch wir uns als Menschen halten müssen, als Mitarbeiter etc. pp. Wir stellen unseren Kunden in den Mittelpunkt. Heißt bei KI, wir machen KI nicht um der KI willen, sondern nur, wenn sie einen unmittelbaren oder mittelbaren Nutzen für unseren Kunden hat. Wir stehen für Transparenz. Ja, das heißt, wenn eine Person mit einer KI von uns kommuniziert, dann weiß er oder sie das. Und nicht, weil er oder sie besonders intelligent ist, sondern weil wir das der Person sagen. Also transparent sein, gleich Vertrauen. Auch das Thema hatten wir heute Morgen schon mal. Und wie es anders geht, hat Google vorgemacht. Google Duplex, was der eine oder andere mag es kennen, sonst können Sie es ja mal googeln. Jedenfalls ist oder war das eine KI und aus technischer Sicht brillant, die konnte hören und sprechen. Und Google hat gesagt, wir demonstrieren jetzt mal, wie gut diese KI ist und geben dir eine Aufgabe. Und zwar, bitte vereinbare einen Termin im Friseursalon via Telefon. Und da hört man diesen Dialog. Und es ist wirklich brillant gemacht. Google hat es aber auch schön gemacht. Da fragt die Dame im Friseursalon beispielsweise, wie wäre es Mittwoch um 10? Die KI, die natürlich sofort weiß, was da geht und was nicht geht, sagt aber, kleinen Moment, ich gucke mal nach. So, und man kriegt das nicht mit. Und wie gesagt, technisch brillant, hat Google aber auch nicht nur Applaus für geerntet. Und wir haben gesagt, wir gehen einen anderen Weg für uns. Wir bieten Sicherheit. Ja. Informationssicherheit, Datensicherheit, Datenschutz, was auch immer da reingehört. Ich komme nachher nochmal dazu, wie wir das unter anderem umsetzen. Wir legen das Fundament, das heißt, unsere KI ist auditierbar. Die ist nachvollziehbar, was sie macht. Das geht nicht immer. Wenn Sie neuronale Netze einsetzen und das neuronale Netz sagt, die Antwort ist 42, dann können Sie nicht reverse engineeren. Also Sie wissen nicht, wie das neuronale Netz genau darauf gekommen ist. Aber auch das kann man natürlich transparent machen. Und in dieser Nummer 6 ist auch enthalten, KI darf dem Nutzer nicht schaden. Ja, wir erinnern uns an die 3 Gesetze von Asimov. Nummer 7, wir behalten den Überblick. Das heißt, in letzter Konsequenz hat jede KI von uns einen Notausschalter. Wenn die KI Mist baut, dann können wir buzzern und dann ist die aus. Möglichst mit Plan B, damit der Kunde nichts mitbekommt oder möglichst wenig davon, wenn es vor Kunde eingesetzt wird, natürlich. Und was da auch drin ist, wir beseitigen Vorurteile, wir beseitigen Bias in den Trainings, in den Testdaten. Ganz, ganz wichtig. Bias, also Vorurteile, ist leider was, das heißt leider, es ist was ganz Normales. Als ich eben erzählt habe, ich bin 25 Jahre bei der Telekom, hatten Sie da ein Bild von mir? Vielleicht war es sogar richtig, aber es war völlig unbegründet. Sie kennen mich ja nicht.
Und was wir auch noch machen, wir gucken auf passende Trainingsdaten. Auch dazu vielleicht wieder ein Beispiel. Gab eine KI, die ist gebaut worden, um auf einem Schlachtfeld, so sage ich es jetzt mal, befreundete und feindliche Panzer zu erkennen, um Friendly Fire zu vermeiden. So, die hat man gebaut, die hat man trainiert, ne? Panzer und so weiter. Und hat dann beim Testen rausgefunden, Mensch, die KI erkennt russische Panzer ja viel besser, mit viel höherer Genauigkeit als andere. Warum ist das so? Das Rätsels Lösung war, so wie man hört, dass sowohl bei den Trainings wie auch bei den Testdaten russische Panzer ganz oft mit Schnee, also die Bilder, da war ganz oft Schnee drauf. Und die KI, laut Definition ja nicht dumm, hat gesagt, oh, weiße Flecken, russischer Panzer. Ja, das ist ein Zusammenhang, den wollen sie nicht. Und deswegen ganz, ganz wichtig, Trainingsdaten, Testdaten. Nummer 8, wir leben das Kooperationsmodell. Ich sage es nochmal, der Mensch steht immer an erster Stelle. Der Mensch muss eigenverantwortlich weiter entscheiden können. Punkt. Trotzdem glauben wir, dass die Kombination hier vom Eiweißcomputer mit dem Siliziumcomputer, und Achtung, jetzt kommt ein Klischee, mehr ist als die Summe seiner Teile. Und auch da gibt es wieder ein schönes Beispiel für, nämlich Schachpartien, wo ein Mensch mit einer KI gegen eine andere KI spielt. Und der Mensch mit der KI gewinnt meistens. Und last but not least, wir teilen und erklären, so wie heute hier, also das bisschen, was wir uns erarbeitet haben, die kleine Rolle, die wir da haben, das versuchen wir in die Welt rauszubringen, wir versuchen die Diskussion anzufachen, mitzugestalten, uns einzubringen etc. pp. Das ist, was dahinter steckt. So, jetzt haben wir Leitlinien, machen die vielleicht auch ins Rulebook. Und dann sind wir fertig. Nein, sind wir natürlich nicht. Mein alter Mathelehrer hätte gesagt, so Leitlinien, die sind notwendig, aber nicht hinreichend. Also es muss implementiert werden. Das ist das, was Sie hier auf der nächsten Folie sehen. Wir tun das an verschiedenen Stellen. Das ist irre anstrengend, aber es macht totalen Spaß und letztendlich ist es essentiell. Wir haben zum einen entschieden, wir nutzen die Prozesse, die es ohnehin gibt. Wir machen jetzt keinen extra digitale Ethikprozess in der Telekom, sondern wir gehen beispielsweise in den sogenannten PSA-Prozess, Privacy and Security Assessment, können Sie euch wieder vergessen. Da gehen alle IT-Systeme durch, die neu gebaut werden sollen oder die signifikant verändert werden sollen. Dort hacken wir uns rein sozusagen. Komme ich auch gleich nochmal mit einer kleinen Vertiefung. Wir geben Hilfestellungen an die Projekte, die sich mit KI beschäftigen. Mithilfe eines Digital Ethics-Siegel, so haben wir es mal genannt, oder auch Robust AI auf der anderen Seite. Auch da erzähle ich gleich noch ein bisschen was zu. Wir machen Trainings und Schulungen. E-Learnings für alle sozusagen, Schulungen für bestimmte Nutzergruppen bis hin zu unseren Spezialisten, den Data Scientists etc. pp., um einfach zu transportieren. Was ist das? Was steckt hinter digitaler Ethik und warum ist das eigentlich wichtig? Ne, ist das Kunst oder kann das weg? Lieferanten, wir bauen KI, ja, wir machen damit rum sozusagen, wir kaufen aber auch welche ein. Also wichtig, Lieferantenkette, wir haben die Grundzüge der Richtlinien in den sogenannten Supplier Code of Conduct gebracht, Bestandteil eines jeden Vertrages, sodass auch die Lieferantenkette abgedeckt ist. Wir kommunizieren, wir gehen auf Veranstaltungen, von Dritten wie heute etc. pp. Wir haben selbst durch Corona-Zeiten hatten wir zwei Räume hier in Berlin, wo man Produkte hatte, die von KI befeuert werden. Ja, man konnte da hingehen mit Leuten, das angucken, ja, total verrückt. Und um da die Diskussion anzufachen. Ne, was ist eine gute Anwendung, was ist eine schlechte, was kann KI, wo muss man drauf aufpassen? Das Ganze digitalisieren wir gerade, um es einfach weiter zu verbreitern. Wir gehen mit in die politische Willensbildung, so gut man uns lässt, so gut wir es können in unserer Rolle. Ne, auch da gibt es ganz viel Diskussion, auch da komme ich gleich nochmal zu was. Und ja, das sind Beispiele dafür, wie wir das Ganze implementieren. So, ich hatte versprochen oder angedroht, vielleicht noch zwei, drei kleine Deep Dives zu machen, wie wir das machen. Wenn wir uns nochmal kurz zurücklehnen und an den Titel denken, ne, digitale Ethik. So dieser Begriff, kann man schon auf die Frage kommen, ne? Ist das Kunst oder kann das weg? Und irgendwie ist das so ein bisschen wie Pudding an die Wand nageln. Ne? Ich habe es probiert, auch schon wieder runtergefallen, ah, doof. Und als Ingenieur fragt man sich ohnehin, kann man das nicht irgendwie objektivierbar machen? Kann man das messbar machen, das Ganze? Und da hat uns das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnologie, das BSI, einen Gefallen getan. Die haben nicht den AIC4 entwickelt. Ja, den Artificial Intelligence Cloud Service Compliance Criteria Katalog, so jetzt Sie, ist letztendlich ein Kriterienkatalog, gegen den man prüfen kann, ob man verantwortungsvoll mit KI umgeht. Der Herausforderung haben wir uns gestellt, haben PwC beauftragt, also als, wie soll ich sagen,
neutralen Dritten, haben ein Produkt genommen, Conversational AI, das verkaufen wir an Geschäftskunden, die damit wiederum ihre Kommunikation mit ihren Kunden verbessern, also sind Chatbots drin mit Natural Language Processing etc. pp. Und sind in diese Zertifizierung gegangen. Auch um nochmal zu manifestieren, also unser Versprechen zu manifestieren, dass wir mit KI verantwortungsvoll umgehen. Und wir sind da reingegangen, es hat eine Menge Arbeit, Schweiß, Blut und Tränen gekostet und wir sind komplett grün rausgekommen. Nee, sind wir nicht. Also man lernt eine ganze Menge bei so einer Erstzertifizierung, aber sie war zumindest so gut, dass wir uns getraut haben, eine Pressemitteilung rauszugeben, zusammen mit unserem Partner Cognigy, darf ich glaube ich an der Stelle nennen, also quasi ein Lieferant auch schon mit dabei. Und aufgrund dieser Zertifizierung, der Pressemeldung etc. pp. Gibt es eine Menge Kommunikation. Es gibt Workshops mit Kunden, wo wir sagen, hier guck mal, so gehen wir mit KI um. Also eine klassische Win-Win-Situation. Ja, das Business war total angetan. Wir als Compliance haben ganz viel gelernt. Und das sind so Projekte, wo ich sage, ja, so muss es gehen. Jetzt ist, aber sagen Sie es nicht weiter, vor allem nicht PwC, so eine Zertifizierung durchaus aufwendig. Ja, die machen das auch nicht umsonst und auch nicht kostenlos. Und deswegen haben wir gesagt, na, wir brauchen irgendwas für den internen Gebrauch. Und das läuft unter dem Namen Robust AI oder Digital Ethics Assessment. Wir benamen es hier und da ein bisschen um. Das Ganze hier, ganz wichtig, ist illustrativ. Hier sind ein paar Projekte genannt mit diesen Balken, aber Sie können jetzt nicht mit der Lupe hingehen und sagen, ah, Projekt XY hat ja ganz schön schräge Balken hier. Die Zahlen sind sozusagen aus dem Hut gegriffen. Was das ist, ist, wir geben den Leuten, die Projekte machen mit KI, diese Hilfestellung an die Hand. Das sind, ja, ich würde es mal sagen, intelligente Fragebögen. Und damit kann ein Projekt feststellen, wie robust sollte ich sein und wie robust bin ich bisher oder wie robust ist mein Projekt angelegt. Und robust im weitesten Sinne. Einmal gegen Angriffe, sogenannte adversarial attacks zum Beispiel, also KI-spezifische Angriffe, aber auch robust gegen schlechte Trainingsdaten. Ja, wir erinnern uns, der russische Panzer. Robust gegen Bias-Vorurteile etc. pp. Und das machen wir so, ich gebe Ihnen mal ein paar Fragen, damit Sie ein Gefühl für bekommen. Das soll wird beispielsweise abgefragt mit, soll bei deinem Projekt ein Produkt oder ein Proof of Concept entstehen? Hat durchaus einen Unterschied, ne? Ob ich irgendwas beweisen will im Labor oder ob ich wirklich mit Produkt auf die Menschheit los will. Welche Art von Daten werden in deinem KI-Modell verwendet? Personenbeziehbare Daten, Geschäftsgeheimnisse oder eben nur die öffentlichen Wetterdaten von Wanne-Eickel? Wie interagiert oder wer interagiert mit der KI? Alle? Eine Firma, ein kleiner Pool von Experten. Ne, und so gibt es ganz viele Fragen, Sie können sich vorstellen, da kommt dann sozusagen ein Wert raus mit dem Soll. Und das ist, fragt dann ab, wie machst du es denn? Schützt du dich gegen Angriffe? Schützt du dich gegen schlechte Trainingsdaten? Ist das Modell gegen Ausspähen gesichert? Und. Und damit kommen Sie zu einem Soll-Ist-Abgleich, Sie kommen möglicherweise zu einem Gap, wissen aber auch, wo Sie was verbessern müssen. So, das Ganze ist im Moment so hemdsärmlich, wie es auf der vorigen Folie aussah. Ja, also ein bisschen Excel-basiert, Papier und händig. Und wir wollen das in diesen, ich habe es eben genannt, in diesen Privacy and Security Assessment Prozess reinbringen, also da, wo alle IT-Systeme durchlaufen. Da freut sich der Nutzer, wenn er noch ein paar mehr Schritte ausführen muss. Also müssen die irgendwie gut werden. Und wir gießen das gerade in eine nutzerfreundliche IT. Und der technische Fragebogen, den Sie auf der rechten Seite sehen, das ist genau das, was ich gerade erklärt habe. Und hinzu kommt noch ein eher ethisch ausgerichteter Fragebogen, der den Projektleitern, sage ich jetzt mal, einen Ansatz dafür kriegt, gibt, halte ich mich denn an die Leitlinien, die die Telekom selber hat? Und das ist jetzt ein bisschen Zukunftsmusik, wir werden dort auch die Klassifizierung, die Risikoklassifizierung einbauen, die aktuell, ich sag mal, durch die EU zumindest angedacht ist. Und damit habe ich mir selber sozusagen die Überleitung gegeben zum Punkt Regulierung. Sie sehen hier ein paar, wie soll ich sagen, Meilensteine, bestimmt nicht alle, zum Thema digitale Ethik. Und da kommt irgendwann die EU vor ein paar Monaten und sagt, ah, wir würden jetzt KI gerne regulieren. Und wir haben auch schon so eine Idee. Und da haben sie ein Papier rausgelegt, wo sie das beschrieben haben. Und wir haben jetzt mal, wie soll ich sagen, in die Kristallkugel geguckt und gesagt, wenn die EU mit so einem Papier, mit so einem Konkretheitsgrad rauskommt, dann kann das schon sein, dass in 2 Jahren, deswegen hier 2023, in 2 Jahren, ein EU-weiter Rechtsrahmen verabschiedet wird. Das Ganze ist also nicht irgendwann mal, ja, wenn ich schon meinen Caipirinha als Rentner irgendwo schlürfe, sondern das kommt. Und es wird auf die Gestaltung von KI und damit auf die Unternehmen, die das tun,
gravierenden Einfluss haben. Und das sehen wir hier auf der nächsten Folie. Das ist nämlich mal, ich sag mal, ganz grob zusammengefasst, was in diesem Regulierungsvorschlag drinsteht. Ich hatte es eben schon gesagt, diese Risikostufen, die EU schlägt 4 Stück vor. Links und rechts, das können wir mal vergessen. Ja, ganz rechts, minimales Risiko interessiert keinen Menschen. Ganz links, unannehmbares Risiko. Diese KI wird verboten. Nein, ist erst gar nicht erlaubt, die zu bauen. Zum Beispiel für Social Scoring oder wenn die zur Beeinflussung von Schutzbedürftigen benutzt werden könnte, etc. pp. Die Musik wird also in den zwei mittleren Rechtecken, sage ich jetzt mal, stattfinden. Bei Hochrisiko-KI und bei geringem Risiko. Geringes Risiko, zum Beispiel ein Chatbot. Ja, da sagt die EU, da habt ihr eine Transparenzpflicht. Also ihr sagt dem Nutzer bitte, hier ist ein Chatbot, dahinter ist eine KI. Oder hier ist ein Deepfake. Ja, wenn du meinst, die Stimme von Brad Pitt zu hören, ist gar nicht die Stimme von Brad Pitt. Transparenzpflicht. Hochrisiko-KI, und da sieht die EU unter anderem, da gibt es einen ganzen Katalog von, sagt, Hochrisiko-KI ist dann gegeben, wenn es zum Beispiel um das Beschäftigungs- und Arbeitnehmermanagement geht. Das Auswerten von CVs. Die Hilfestellung bei Einstellung, wen wähle ich denn aus? Oder aber auch beim Management und Betrieb kritischer Infrastrukturen und, und. Das heißt, diese beiden, zumindest diese beiden, betreffen uns. Uns als Deutsche Telekom, und ich kann mir auch vorstellen, einige von Ihnen hier im Saal, zumindest als Betreiber, als Anwender von KI. Und deswegen glauben wir, sind wir davon überzeugt, dass wir das im Konzern ja letztendlich abwehren müssen, eine Haftungsvermeidung aufbauen müssen, ein Compliance-Management-System vielleicht, ja, sowas in der Richtung. Und dass sich diese Haftungsvermeidung lohnt, das zeigt der untere Teil der Folie. Es ist ja inzwischen hip, Strafmaße in Prozent vom Gesamtjahresumsatz irgendwie auszudrücken. Und auch die EU lässt sich hier nicht lumpen. Die sagt, je nachdem, was du tust, zwischen 2 und 6%. Würde für die Telekom bedeuten, im untersten Fall 2 Milliarden Euro. Gut, jetzt wissen wir von der DSGVO, so schnell schießen die Preußen nicht. Und nichtsdestotrotz gibt es Bußgelder, vielleicht auch nicht in der Höhe. Und aber trotzdem bleibt es dabei, die Haftungsvermeidung an der Stelle wird sich lohnen und sicherlich auch gefordert werden. Und was ich gerade noch vergessen habe, bei der Hochrisiko-KI, da fordert die EU eine Konformitätserklärung zu bestimmten Kriterien, die die EU dann festlegt. Macht wieder den Schritt zurück zur Zertifizierung. Ne, ich muss ja irgendwie rechtssicher nachweisen, ja, ich habe mich dran gehalten, ich kriege das CE-Gütesiegel oder wie es auch immer aussieht. Um zur Frage zurückzukommen, digitale Ethik, ist das Kunst oder kann das weg? Ich sage mal wieder noch, ne? Also weg kann es glaube ich nicht, Kunst, pff. Aber die Hauptbotschaft ist, es betrifft uns und wir müssen uns kümmern. Es hilft alles nichts. Und damit ganz herzlichen Dank für Ihre Geduld, herzlichen Dank fürs Zuhören und ich glaube, jetzt kommt ja auch wieder eine kleine Fragenrunde.